Aus Sicht unserer Katzen sind wir Riesen. Wir überragen sie um ein Vielfaches in Sachen Größe und Gewicht. Unsere Vierbeiner sind es gewohnt, dass sie zu uns hochsehen und stellen niemals in Frage, dass wir ihnen körperlich weit überlegen sind. Wir sorgen für unsere Katzen und geben ihnen Futter und Wasser. Wir spielen und schmusen gemeinsam auf der Couch. Und das, obwohl Katzen mit ihren scharfen Zähnen und Krallen gefährliche Raubtiere sind, die mit Mäusen und Vögeln kurzen Prozess machen. Aber uns würden sie doch niemals etwas tun, oder? Aber was wäre eigentlich, wenn deine Katze plötzlich riesig wäre? So riesig, dass sie gerade noch durch die Tür passen würde. Wärst du jetzt in Gefahr? Und was würde sich sonst noch ändern? Stell dir vor, deine Katze wäre 2 Meter groß. Ihre Zähne und Krallen wären so scharf wie immer, aber plötzlich so lang wie dein Unterarm. Ihr Maul wäre so groß, dass problemlos dein ganzer Kopf hineinpasst. Ganz schön beängstigend, oder? Bevor wir die Frage klären können, ob deine Katze gefährlich für dich wäre, sehen wir uns erstmal an, was sich noch alles ändern würde. Starten wir mit Fressen und Trinken. Wenn deine Katze 2 Meter hoch wäre, wäre sie größer als jeder Löwe oder Tiger auf dieser Erde. Ein sibirischer Tiger beispielsweise kann eine Höhe von bis zu 1,20 Meter erreichen und wiegt dabei über 300 Kilogramm. Wäre deine Katze aber 2 Meter hoch, wäre sie wahrscheinlich bis zu 1 Tonne schwer. Und das macht sich auch in der Menge an Fressen bemerkbar. Bei einer Rohfütterung kalkuliert man mit mindestens 25 Gramm Fleisch pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag. Bei einer Katze von 1 Tonne wären das also 25 Kilogramm Fleisch. Als allererstes würdest du also, um deine Katze zu versorgen, ihren Napf entsorgen und ihn durch einen riesigen Kübel ersetzen, in den pro Mahlzeit mindestens 12,5 Kilo Fleisch passen. Vielleicht würdest du sogar einfach direkt eine Mörtelwanne benutzen. Als nächstes steht ein Großeinkauf an. Für eine Woche brauchst du für deine Riesenkatze 175 Kilogramm Fleisch. Wahrscheinlich müsstest du dir, damit das Fleisch nicht schlecht wird, gleich eine zusätzliche Gefriertruhe kaufen. Oder aber bleibst du lieber bei Dosenfutter? Die größeren Dosen haben meistens 800 Gramm Inhalt. Um auf etwa 25 Kilogramm pro Tag zu kommen, bräuchtest du satte 219 Dosen pro Woche. Und dann braucht deine Katze natürlich auch noch etwas zu trinken. Den Großteil davon nimmt sie zu deinem Glück mit der Nahrung auf. Aber mindestens einen Putzeimer pro Tag voll muss sie trotzdem trinken, nämlich 10 Liter. Katzenklo. Ein paar Stunden, nachdem deine Katze das erste Mal gefressen hat, kriegst du kurz einen Schock, weil dir eine Sache klar wird. Was oben in die Katze reingeht, muss unten auch wieder raus. Aber deine Katze wird wohl kaum noch auf ihr winziges Katzenklo passen. Du bräuchtest also plötzlich eine Wanne, die mindestens 4 Meter lang ist und in die du hunderte Liter von Katzenstreu kippen musst, damit sie auch nur ansatzweise befüllt ist. Wenn das Geschäft erledigt ist, müsstest du mit einer großen Schaufel die Hinterlassenschaften beseitigen und in ebenso große Müllsäcke nach unten zur Tonne bringen. Ob deine Nachbarn wohl Verständnis dafür hätten, wenn jede Woche über 100 Kilogramm Katzenkot im Gemeinschaftsmüll landet? Nicht weniger kompliziert würde es in Sachen Schlafplatz werden. Ein Katzenkorb in dieser Größe wird wohl kaum zu finden sein. Deine Mieze bräuchte jetzt ein extra langes und breites King-Size-Bett, ganz für sich alleine, oder sie würde sich einfach einmal quer durchs Wohnzimmer auf den Boden legen. Aber wie würde es eigentlich dir selbst ergehen? Mit deiner Katze zu spielen wäre ab sofort viel zu gefährlich. Wenn sie dabei ihre Krallen einsetzen würde, hättest du sofort ein ernsthaftes Problem. Ihre messerscharfen Krallen und Zähne wären extrem gefährlich und könnten dich, selbst wenn es gar nicht beabsichtigt ist, sofort töten. Vielleicht erinnerst du dich noch an Siegfried und Roy. Das waren 2 deutsch-amerikanische Zauberer und Dompteure, die in den 1990er Jahren mit ihrer Show in Las Vegas weltberühmt wurden. Für ihre Auftritte arbeiteten sie über Jahrzehnte mit Löwen und Tigern und waren absolute Experten, die genau wussten, was sie taten.
Und trotzdem kam es, wie es irgendwann kommen musste. Der 200 Kilogramm schwere sibirische Tiger Montecor griff mitten in einer Show Roy an und biss ihm in den Nacken. Von den Verletzungen erholte er sich nie wieder vollständig und er verstarb im Frühjahr 2020 an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung. Wenn also ein 200-Kilo-Tiger für einen Dompteur irgendwann gefährlich werden kann, was würde passieren, wenn du mit einer 1000-Kilogramm-Katze alleine wärst? Wenn es sich nicht um deine eigene, sondern um eine fremde Katze handelt, dann schwebst du sofort in Lebensgefahr. Zwar sind Katzen Gewohnheitsfresser und sind bei Beute sehr vorsichtig, wenn sie sie noch nicht kennen. Aber die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass der Riesenstubentiger neugierig genug wäre, um dich mal genauer unter die Lupe zu nehmen. Dich ein bisschen herumzuschubsen, vielleicht mal an dir zu schlecken und zu sehen, wie du reagierst. Ob du diese Situation unbeschadet überstehen würdest, darf zumindest bezweifelt werden. Was aber, wenn es sich um deine eigene Katze handelt? Wahrscheinlich würde deine Katze an dir riechen, vielleicht auch an dir lecken. Sie würde dich vermutlich sofort wiedererkennen, auch wenn sie verwirrt wäre von den neuen Größenverhältnissen. Aber sofort ab dem ersten Kennenlernen in diesen Größenverhältnissen zählt jeder Schritt, den du machst. Jäger sind besonders interessiert an allem, was sich schnell bewegt. Vor allem, wenn es sich von ihnen wegbewegt. Ob sie es wollen oder nicht. Dieser Instinkt steckt einfach in ihnen. In der Sekunde, in der du dich umdrehen und wegrennen würdest, würde deine Riesenkatze sehr wahrscheinlich hinter dir herjagen und dich schon nach ein paar Schritten eingeholt haben. Und dann kannst du nur hoffen, dass sie dich dabei nicht versehentlich verletzt. Denn wenn deine Katze Blut riecht oder schmeckt oder aber sieht, dass du verletzt bist und nicht mehr davonrennen kannst, übernehmen möglicherweise ihre Instinkte und sie würde dich mit einem einzigen Biss in den Nacken erledigen. Um also möglichst unbeschadet die Riesenkatze in deinem Haus zu überstehen, müsstest du dich langsam, aber zielstrebig und sicher bewegen. Du könntest versuchen, dich so groß wie möglich zu machen und möglichst deiner Katze niemals den Rücken zuzudrehen, denn auch dadurch könnte sie sich angehalten fühlen, zum Angriff überzugehen. Wenn deine Katze so viel größer wäre als du, hättest du also ein ernsthaftes Problem. Gut möglich, dass das eine ganze Zeit lang gut gehen würde, aber früher oder später würdest du möglicherweise einen Fehler machen, der dich das Leben kosten würde. Egal wie eng die Bindung zu deiner Katze ist, sie ist und bleibt ein Raubtier und wenn sie so viel größer wäre als du, wärst du automatisch potenzielle Beute. Wahrscheinlich wäre deshalb die beste Entscheidung, wenn du dich bei der erstbesten Möglichkeit aus dem Staub machst und Hilfe rufst. Aber ein Glück wird das ganz sicher niemals passieren. Weißt du eigentlich, dass deine Katze gar nicht so groß zu sein braucht, um dich manipulieren zu können? Sie nutzt dafür einfach 4 Psychotricks, auf die du jeden Tag hereinfällst. Wenn du wissen willst, welche das sind, dann sieh dir unser Video dazu an. Oder vielleicht willst du wissen, von welchen 13 Dingen deine Katze wünschte, dass du sie wüsstest. Dann klick auf das Bild, um dir das Video zu diesem Thema anzusehen.